wir sind gerade an einem frischen Tatort und die kriminaltechnische Untersuchung sucht gerade nach Spuren, die dabei helfen können, den Täter zu überführen. Dafür braucht es natürlich Spezialisten, die zum einen die Spuren am Tatort zuverlässig sichern können und danach die chemischen und biologischen Analysen im Labor durchführen. Und genau darauf bereitet uns der Studiengang vor. Ich bin Selina und ich studiere naturwissenschaftliche Forensik im dritten Semester an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Was mich an dem Studium am meisten begeistert, ist das breite Spektrum der Module und das enge Zusammenspiel der verschiedenen Fachbereiche. Die Fingerabdrücke, die gerade am Tatort sichergestellt worden sind, werden jetzt mit den Fingerabdrücken eines Tatverdächtigen verglichen. Die Arbeit am Tatort ist dabei nur der geringste Teil. Aber gleich am Anfang des Studiums lernen wir, worauf es dabei ankommt. Die gesamte Analyse findet dann jedoch in den Laboren statt. Das Besondere an diesem Studiengang ist, dass er die theoretischen Grundlagen und die Verfahren vermittelt, die man im Labor für die Analyse verschiedenartigster Spuren brauchen kann. Dabei handelt es sich, wie hinter mir zu sehen, um die Materialanalytik, es geht um die chemisch-instrumentelle Analytik und auch die klassische DNA-Analytik. Und wichtig ist, dass diese Methoden auch Anwendung finden in zahlreichen anderen Berufen. Und das Schöne ist, wir lernen hier in kleinen Gruppen. Das heißt, wir haben Kontakt zueinander, aber auch direkten Kontakt zu unseren Dozenten. Und dadurch kriegen wir sehr viel Unterstützung in den theoretischen, aber auch in den praktischen Bereichen. Viele Module werden auch komplett auf Englisch unterrichtet. Und das bereitet uns sehr gut auf das Arbeitsleben vor. Denn heutzutage wird die internationale Kommunikation und die internationale Zusammenarbeit in vielen Unternehmen immer wichtiger. Worauf ich mich sehr freue, ist die dreimonatige integrierte Praxisphase am Ende des Studiums. In der kann man je nach Interessensgebiet in die Forschung, in die Industrie oder auch in die Behörde gehen und schon mal Arbeitserfahrung sammeln. Der hohe Praxisanteil zeichnet uns ganz besonders aus. So erlernen die Studierenden den Umgang mit modernsten analytischen Geräten, das genaue Protokollieren, Dokumentieren, das Auswerten und Bewerten von Messergebnissen. Und das sind alles Dinge, die Ihnen später in der Praxisphase und im Berufsleben zugutekommen. Durch den hohen Praxisanteil im Studium und die verschiedenen Praktika in den Fachbereichen haben wir nach dem Studium nicht nur das theoretische Wissen, sondern können danach auch gleich mit dem praktischen Wissen in das Berufsleben starten. Die Absolventinnen dieser Hochschule im Studiengang Forensik sind sehr begehrt im Bereich der Länderpolizeien, bei den Landeskriminalämtern und beim Bundeskriminalamt im Kriminaltechnischen Institut. Wir haben etliche Absolventen, die jetzt bereits Sachverständige für Daktyloskopie sind und damit bundesweit hier auch entsprechend arbeiten. Darüber hinaus haben wir natürlich andere Institute, die sich mit Fragen der Forensik beschäftigen, zum Beispiel rechtsmedizinische Institute oder auch Privatinstitute, die eben den Gerichten dann zuarbeiten. Außerhalb der Polizeibehörden gibt es Jobs in vielen Firmen und Laboren, in denen die hier vermittelten analytischen Methoden angewandt werden. Da fällt mir die chemische Industrie ein, da fallen mir Materialuntersuchungen ein, da denke ich an toxikologische Analytik, da denke ich an medizinische Diagnostik und vieles mehr. Dadurch, dass wir schon in der Praxisphase viele Kontakte knüpfen können, ist der Übergang in den Job meistens sehr einfach. Und dem guten Start in die Karriere steht nichts mehr im Weg.